Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer 87. Folge. Wir sind bald 100. Ja, bald sind wir 100, Philipp. Ich bin ganz, ganz aufgeregt. Oh, ja. Hier gibt es noch 7% Zinsen und das außerhalb natürlich des Aktienmarktes. Und das wird heute auch unser Thema der Woche. Genau. Und das war ein sehr spannendes Gespräch, aber mehr dazu später. Ja. Philipp, wie war denn deine Woche? Meine Woche war, naja, es hat viel geregnet. Das stimmt. Bin mal wieder ein bisschen geflogen, viel Auto gefahren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weißt du, wir haben ja einen Staatskonzern mit der Deutschen Bahn. Und die Deutsche Bahn ist so teuer geworden jetzt aktuell, nur weil es gar keinen Wettbewerb mehr gibt. Zur Luft, am Boden oder vielleicht muss ich mal mit dem Schiff fahren. Ja. Wasser, vielleicht gibt es da mal noch ein bisschen mehr Wettbewerb. Ja. Aber ich finde es eigentlich ganz schlimm, dass die Deutsche Bahn das doch so rigoros ausnutzt und wirklich so viel Geld im Moment nimmt fürs Zugfahren. Finde ich eine Frechheit. Ja. Hätte auch mein Flop der Woche werden können. Wie aber immer. Nein. Ja. Wie jede Marcel, Woche. Wie war es denn bei dir? Ja, also bei mir war es sehr, sehr anstrengend. Ich hatte eine doch recht arbeitsreiche Woche. Aber das hat Spaß gemacht und auch ich musste feststellen, dass die Preise weiter erhöhen und zwar an der Tankstelle. Auch dort merkt man mittlerweile, so die CO2-Steuer kommt mit dran. Dann hat man natürlich allgemein den sich erholenden Dieselpreis oder überhaupt Spritpreis. Ne? Das ist natürlich alles. Shell muss ja jetzt auch mehr Geld verdienen. Das stimmt, kommt das ja kommt später nachher nochmal. Wobei, da gehe ich ja nicht tanken, Philipp. Ach so. Das mache ich nicht. Nee. Wo tankst du sonst? Ich darf jetzt keine Werbung machen. Okay. Und bezahlen. Wie ist denn der Witz heute? Ja, der Witz ist ganz einfach. Ein Gewerkschaftsfunktionär benötigt einen Herzschrittmacher. Da fragt der Arzt ihn, möchten Sie den roten oder möchten Sie einen schwarzen? Der Gewerkschafter natürlich den roten. Der Gewerkschafter nach der Operation zum Arzt, man sieht doch von außen gar nicht, ob der jetzt rot oder schwarz ist. Wo ist denn eigentlich der Unterschied? Guckt der Arzt ihn an und sagt, naja, der Rote arbeitet nur 35 Stunden die Woche. Schade. Bevor es jetzt losgeht mit den Themen der Woche, ein kurzer Werbespot. Philipp, du nimmst jetzt seit mehreren Wochen Athletic Greens. Wie ist deine Erfahrung? Ja, Marcel, was soll ich sagen? Ich fühle mich tatsächlich fitter und besser und gerade nach dem Joggen, was ich das letzte Mal erzählt habe, regeneriert mein Körper gefühlt schneller. Was bietet Athletic Greens gleich nochmal? Sie bieten mit ihren Produkten die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Alle täglichen Nährstoffbedürfnisse in nur einem Löffel. Und was bedeutet das genau? 75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene und weitere wirksame Inhaltsstoffe. Es unterstützt mich in allen Kernbereichen meiner Gesundheit, sprich Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration und Darmgesundheit. Und was musst du dafür machen? Nicht wirklich viel. Ich trinke am Morgen einen grünen Smoothie, dazu schüttel ich einfach einen Löffel Greens-Pulver in kaltem Wasser an, trinke ihn vor der ersten Mahlzeit und das Tolle ist, er schmeckt, enthält nur 1 Gramm Zucker und macht satt. Dazu liefert er mir die besagten 75 Vitamine und Mineralstoffe. Er ist vegan, gluten- und laktosefrei. Und wenn auch ich jetzt Lust habe auf Greens? Dann ist das ganz einfach. Du lässt sie dir bequem monatlich nach Hause liefern. Zurzeit gibt es für Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts auf athleticgreens.com/mvi einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs. Nochmal der Link athleticgreens.com/mvi. Den Link findest du auch in den Shownotes. So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche? Philipp, hast du es gehört die Woche? Rambo und James Bond sind jetzt bei Amazon. Der Samstagabend bei Prime ist gesichert. Genau, richtig. Amazon kauft MGM und das war das einzige Filmstudio, was noch nicht unter einem Konglomerat arbeitete und der Kaufpreis beträgt 8,45 Milliarden Dollar. Also für Amazon eher sowas wie ein Groschen, der aus der Hose fällt. Amazon Video wird eben jetzt weiter ausgebaut. 4000 Filme kommen hinzu. Also doch gibt's sie alle dann für Prime-Mitglieder? Sicher, klar. Also warum denn nicht? Es gibt ein Leben nach dem ESC. Ja, das ist ja schon mal sehr wichtig. Das stimmt, Gott sei Dank. Ja, und insofern ist das natürlich ein kluger Schachzug. Amazon muss natürlich bestehen bleiben mit den Konkurrenten. Netflix, die ja auch permanent an einem Angebot arbeiten. Natürlich auch Disney Plus, HBO kommt ja auch bald nach Europa. Also insofern ist das alles ganz schön. Ja, mit dem neuen Giganten, der da auch entsteht. Richtig, mit Warner AT&T. Media. Ja. Genau, das ist natürlich auch nochmal ein großer Punkt. Und insofern war das jetzt eine sehr, sehr kluge Übernahme. Auch für MGM ist das sehr, sehr gut, denn nach wie vor waren sie sehr abhängig von den Kinoketten und können eben jetzt doch mit mehr Kapital besser und leichter produzieren und müssen jetzt sich eben finanziell zumindest keine Sorgen machen, dass es weitergeht. Und so nimmt dann auch die Abhängigkeit
an den Kinos weiter ab. Ja, und man kann natürlich auch viel mehr Synergien schaffen, auch exklusiv. Stell dir mal vor, aktuell Covid, der neue James Bond lässt ja immer noch auf sich warten. Ja. Und jetzt könnte man den exklusiv bei Amazon vertreiben, was ja auch Disney Plus zum Beispiel auch mit Mulan gemacht hat, wo ja einige einfach gekauft haben. Also Glückwunsch, strategisch sinnvolle Übernahme. Genau, und vor allem, weil du ja letzte Woche schon angesprochen hattest, naja, dass die ganzen Filme natürlich sehr viel Kosten verschlingen, weil man das Ganze ja produzieren muss. Und insofern haben sie hier natürlich jetzt einen riesen Vorteil, dass sie das alles schon mitgenommen haben, jetzt eingekauft. Klar, erstmal nicht ganz billig der Preis, aber können sich ja locker leisten. Und insofern ist das absolut sinnig. Ja, auf jeden Fall. Ich bleibe mit dir in den USA. Ein US-Richter namens Vincent Chabrian weist den Vorschlag von Bayer zur Einigung mit Glyphosat-Klägern ab. Der nachgebesserte Vorschlag von Bayer sei zum Teil klar unvernünftig. Der Plan würde viel für Monsanto, aber wenig für Roundup-Nutzer erreichen, die derzeit gesund sind. Und man hat ja versucht, eigentlich, man hat sich ja schon geeinigt mit einem Großteil der Kläger, hat gesagt, 10 Milliarden nehmen wir dafür auf. Weiter geht es dann, dass wir auch noch 2 Milliarden zurückstellen, um spätere Klagen etwaig abzuweisen. Genau dieser Vorschlag, wie das Ganze ablaufen soll, wurde jetzt abgewiesen und ja, Bayer hat jetzt heute nochmal bekannt gegeben, wir zeichnen am Donnerstag auf, dass sie am Überlegen sind, Roundup aus dem Verkehr für Privatanwender zu nehmen. Also es ist schon enorm, aber es hat was Positives. Bayer hat bekannt gegeben, dass die Cashflows dieses Jahr ein bisschen besser ausfallen werden, weil man jetzt diese 2 Milliarden Rückstellung, man wird sie nicht auflösen, aber man weiß nicht so wirklich, was man mit dem Geld noch machen soll. Ein unglaublich trauriges Kapitel, das nächste. Und ich dachte ja immer, wir sind hier irgendwie so in der Zeit der Prosa und Saga, weißt du, wo es 5 Akte gibt und irgendwann haben wir das Highlight, die Spannung erreicht. Du wartest auf das Happy End. Aber ja, ich warte jetzt endlich, dass der Held um die Ecke kommt und hier den Apfel vom Baum schießt. Ja, so oder Bernhard wie auch Baum immer das war. Aber im Ritterkostüm. Also es ist doch schon traurig, oder? Ja. Glaubst du, wir haben hier, wann ist dieses Fass? Oder ist es ein Fass ohne Boden? Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es ist, glaube ich, jetzt eigentlich schon das versteckte Ende dahinter, denn sie werden sich Gedanken machen, wie sie das Ganze zukünftig auch, ich sag mal, minimieren können. Und wenn es eben heißt, dass am Ende Glyphosat oder Roundup als Produkt nicht mehr auf dem amerikanischen Markt für Privatanwender verkauft werden soll, dann ist das eben so. Und ich glaube, dass die meisten Umsätze davon sowieso eher im, ja, richtig im Agrarsektor stattfindet. Also ich glaube, es ist so langsam der Weg daraus. Wir hätten uns wahrscheinlich eher mit einem richtig klaren Schnitt gewünscht. Mhm. Also so, dass man sagt, jetzt zack, das ist jetzt das Gerichtsurteil. So und so viel wird gezahlt. Das Aber ganze Thema zum Tisch. Wir werden unsere Wette verlieren. Ich habe ja vorausgesagt, im Aktiencheck, Bayer wird ungefähr 30% machen in den nächsten Wochen. Wäre das hier heute alles positiv ausgegangen, bin ich mir sicher, wäre die Aktie explodiert. Hätte Fahrradkette, aber nun ja, das war leider nichts, Philipp. Ja, aber das war eh ein bisschen kühn. Nein, mal sehen, wie es weitergeht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn die Aktie hat jetzt zwar ein bisschen reagiert, aber es war jetzt auch nicht allzu sehr stark. Also die Unterstützungen haben gehalten, mit anderen Worten. Und also es sind ja auch keine zittrigen Anleger hier mehr investiert, oder? Genau, und vielleicht also ist wer das Schlimmste, jetzt dabei ist, der... Genau, vielleicht das Schlimmste auch einfach jetzt schon überstanden. Wir sind deutlich unter Buchwert. Wir kriegen ja eigentlich, aktuell bezahlt man nur die Pharma-Sparte. Das ist natürlich, vielleicht könnte sogar nochmal eine Investmentidee sein, wenn man bereit ist, hier vielleicht nochmal einen Leidensweg mitzugehen. Also was ist deine Prognose? Wie lange wird es dauern, bis wir hier nochmal den Kurs vor der Monsanto-Übernahme, 120 Euro, erreichen? Das ist natürlich jetzt sehr schwer vorherzusehen. Glaubst du, aber 12 Monate? Nein, 24, auf gar keinen Fall. 24? So schnell doch nicht. 36? Bitte. Ach, das ist doch Blödsinn. Wie viele Podcast-Folgen? Frage ich dich. Das werden noch einige hundert sein, aber der Weg ist ja das Ziel und hier wird es sicherlich lange dauern. Aber wie schon gesagt, also nochmal zusammengefasst, blödes Urteil für Bayer. Hier könnte also später noch was folgen. Aber wie gesagt, wenn sie vielleicht jetzt die richtigen Weichen stellen, könnte es auch durchaus sein, dass das Ganze minimiert und so langsam sich auch in Luft auflöst. Dann hat man hier die Chance, auch wieder mehr den Fokus auf Wachstum und alles andere zu setzen. Man hat zum Beispiel jetzt auch dein Krebsmedikament in China zur Zulassung gegeben. Ist ja auch ein positives Merkmal, was man hier mitnehmen darf. Und insofern bin ich weiterhin optimistisch für die Aktie, dass es doch mal so langsam nach oben geht, auch weil diese schlechte Nachricht jetzt nicht für wirklich wahnsinnig Abverkauf gesorgt haben konnte. Die Befürchtungen für Beyond Meat und auch Oatly sind jetzt wieder wahr geworden, denn die Konkurrenten sind hier sehr umtriebig. Unilever geht strategisch vor und wird mit einer Partnerschaft von Enough, die ich so an sich noch nicht gehört habe, aber offensichtlich sehr erfolgreich ist in dem, was sie machen, eben eine strategische Partnerschaft eingehen, um hier weiterhin pflanzliche Produkte herzustellen, Fleisch,
Milch, also alles mit dabei. Ja. Und es ist ein nachhaltiger Proteinhersteller. Und man sieht halt, dass diese Konkurrenz sehr, sehr groß ist. Und Oatly hat mir letzte Woche schon gesagt, ist ja wirklich überbewertet, ohne Ende. Wenn man sich das mal anschaut, wo die stehen und welche Konkurrenz dabei ist. Also die Milch schmeckt wirklich gut. Ja, das hört man oft tatsächlich. Das muss man wirklich sagen. Ja. Aber es ist Unilever, ist natürlich auch, ich hatte es letzte Woche ja auch schon gesagt, sie wollen ja jetzt nur noch mit Purpose investieren. Also sie suchen jetzt natürlich händeringend nach diesen Investments. Und auch die Nestlés, Unilevers, Danones dieser Welt werden sich nicht, naja, so gegen den Gartenzaun pinkeln lassen von so einem Unternehmen. Das muss man tatsächlich einfach so sagen. Das ist, und wenn sie einen großen Burggraben hätten, hätte ich mir auch vorstellen können, dass man Beyond Meat irgendjemand schon schluckt. Ja, wenn es denn so sein sollte, ne? Aber auch das. Alles recht hoch bewertet, da würde ich eher die Finger davon lassen. Du warst heute mit dabei zur Hauptversammlung von Encavis. Ja, also und die Sonne hat nicht geschienen. Es hat geregnet und somit habe ich als Encavis-Aktionär nicht viel Geld verdient. Da ist die Dividende ausgefallen. Ja. Also ich muss sagen, cooles Unternehmen, aber ich kenne ja immer nur diese ganz spektakulären Hauptversammlungen von Bayer. Auch online haben wir sie ja schon mitverfolgt. Und das Ding war nach fast 2 Stunden gegessen. Weißt du, wie viele Aktionäre eine Frage gestellt haben? Ja, vielleicht 50. Acht. Mensch. Also es war wirklich, es war schön, weil es ist alles so dieses Unternehmen, es wächst, es kommt voran und es läuft auch einfach. Sie schaffen auch das, sie machen ja immer so 5-Jahrespläne, sie haben auch gesagt, wie sie die Dividende verdoppeln wollen über 5 Jahre, also wie es bis heute stand heute und sie haben geliefert und sie haben nochmal ihre Wachstumsstrategie bis 2025 auch nochmal ganz klar gezeigt. Und sie wollen ihre Kapazitäten im Gegensatz zu 2019 verdoppeln. Sie wollen den Umsatz im Schnitt jedes Jahr um 9% steigern. Das operative Ergebnis soll um Minimum 8% zulegen. Die operative EBITDA-Marge, und die ist schon echt hoch, 75% soll die dann erreichen. Und man will eine solide Eigenkapitalquote von 24% oder mehr haben. Also ja, selbst der operative Cashflow soll um 10% zulegen jedes Jahr. Es gibt eine Wahldividende, es gibt eine Aktiendividende, es gibt eine Bardividende. Das haben sie auch wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Haben auch gleich gesagt, wenn du 2000 Aktien hast, dann kriegst du so und so viel Bardividende, so und so viel und Wahldividende. Also finde ich ganz cool. Ich werde wahrscheinlich auch meine Dividende in Aktien beziehen, weil das bringt mir natürlich einfach auch ein bisschen mehr. Und dann startet nächstes Jahr auch schon der Zinseszins mit einer weiteren Aktie in meinem Depot. Tolles Unternehmen, macht mir sehr, sehr viel Spaß, hier Investor zu sein und ich freue mich nächstes Jahr auch hier wieder mit dabei zu sein. Sie haben auch gesagt, den Kursrückgang, da wurden Sie gefragt, wie Sie den erklären und da haben Sie tatsächlich auch auf die USA verwiesen, dass viel Geld jetzt wieder in die USA fließt, weil viel grünes Geld ist einfach wegen Donald Trump auch abgeflossen aus den USA und jetzt ist Joe Biden da, möchte natürlich auch groß investieren und jetzt nehmen große Fondsgesellschaften jetzt Geld und Kapital und schichten es jetzt wieder rüber in die USA. Man wurde auch gefragt, wie groß sie die Chancen sehen, in den USA auch hier zu investieren und auch Fuß zu fassen. Und da haben sie dieser ganzen Sache, also sie haben gesagt, sie halten sich natürlich nach Möglichkeiten, halten sie Ausschau. Aber es ist extrem schwer, als ausländisches Unternehmen hier auf diesen Markt zu kommen. Also wie RWE das macht, ich weiß es nicht. Der ehemalige CEO wurde ja heute auch in den Aufsichtsrat gewählt. Ich glaube, er wird hier in Encavis auch nochmal enorm helfen. Aber doch, es ist ein spannender Hersteller. Also, was heißt spannender Hersteller? Sie sind ja Produzent. Sie haben auch direkte Verträge zum Beispiel mit Amazon und betreiben hier zum Beispiel die Rechenzentren auch von Amazon in Spanien, wenn ich mich nicht mehr ganz irre. Also, cooles Unternehmen, macht mir auf jeden Fall Spaß, hier Aktionär zu sein. Wie siehst du das? Wäre das nicht eigentlich auch ein Investment Case für dich? Ja, grundsätzlich schon. Ich finde das Unternehmen auch sehr interessant. Bei 8 Fragen auf der Hauptversammlung geht es auch schnell, wenn man mal da ist. Ja, es dauert nicht sehr lange. Da lohnt sich die Fahrt für uns gar nicht von Leipzig nach Hamburg. Das sollte dann digital bleiben. Nein, also doch grundsätzlich natürlich super. Ich finde die Bewertung immer noch relativ trotzdem. Das Rückgang ist immer noch relativ hoch, das muss man einfach hier nochmal sagen, ist auch viel Fantasie schon mit drin, aber natürlich, wenn das Geld richtig fließt, gerade von den ganzen Green Deals dieser Welt und dann vielleicht auch in Europa, dann... Ich glaube, sie nutzen auch, du bist ja in Array Technologies investiert, sie nutzen, glaube ich, auch deren Konstruktion. Sie haben gesagt, sie haben jetzt nämlich Solarmodule, die auf Sachen befestigt sind, die sich mit der Sonne bewegen. Und es gibt sogar jetzt Solarmodule, die reflektiertes Bodensonnenlicht auch wieder nutzen. Ja, also eine Win-Win-Win-Situation. Nein, also das ist schon schön. Das haben sie auch noch richtig. Win-Win-Sun-Situation. Ach, herrlich. Bei Delivery Hero gab es auch wieder Neuigkeiten. Jede Woche sind die gefühlt im Podcast mit dabei. Mhm. Und sie geben jetzt das Balkan-Geschäft ab, Philipp. Ja. Klovo
ja, ist ein Konkurrent aus Spanien, wenn ich richtig gelesen habe. Sie übernehmen für 170 Millionen Euro das komplette Balkangeschäft. Und das Problem ist eben da, dass das doch nicht nur margenarm ist, wie das jetzt in Deutschland ist, das ganze Geschäft mit der Essenslieferung. Ja. Das wissen wir ja, also auch ein großer Konkurrenzkampf ist und alles. Ja, das ist natürlich relativ schwierig, sondern hier ist es eben eher ein Verlustgeschäft. Und deswegen hat man sich jetzt strategisch entschieden, eben das Geschäft, diesen Anteil zu verkaufen. Glovo freut sich darüber und möchte weiter expandieren und Delivery Hero gibt das Ganze eben ab. Ich finde, das ist eine sehr, sehr kluge Entscheidung für die Aktionäre, sich ja auch weiter auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Auf jeden Fall. Apropos fokussieren, weißt du, wer sich jetzt auf Nachhaltigkeit fokussieren muss? Das ist Shell. Sie wurden verdonnert von einem Gericht in Den Haag. Sie müssen ihre Klimabemühungen deutlich verbessern und sie müssen ihre CO2-Emissionen um 45% senken bis 2030 im Vergleich zu 2019. Und Shell war ziemlich überrascht, dass sie das doch hier verloren haben, weil sie gesagt haben, Mensch, wir wollen ja hier der weltweit größte Energieversorger werden, wir bauen uns hier um, wir werden sowas von grün. Also selbst ein Kobold kann nicht grüner werden als wir. Und jetzt auf einmal, ja, so eine Schlappe vor Gericht. Ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich das extremst gut, dass solchen Unternehmen wirklich Feuer unterm Hintern gemacht wird, dass die hier wirklich Dampf geben müssen, auch um die Transformation schneller zu machen. Weil Shell, machen wir uns nichts vor, sie zahlen Dividende, sie haben enorm hohe Cashflows, wenn der Ölpreis stimmt. Und sie könnten, wenn sie das ganze Thema wirklich tatsächlich angehen wollen würden, viel mehr machen. Für mich ein absolut positives Beispiel ist RWE. Die sind wirklich ein Riesentanker, der gerade umschifft. Und das machen sie und das machen sie hervorragend. Und ich kann nur sagen, ich glaube, hier wurde jetzt eine Tür geöffnet. Wenn jetzt auf einmal Klimaaktivisten anfangen können, Konzerne zu verklagen, dann könnte das dieses Modellprojekt bald Schule machen. Was denkst du? Ja, richtig. Man hat es auch die Woche bei ExxonMobil gesehen. Dass da haben dort die Aktionäre aber richtig. Genau, die haben auch richtig aktionistisch angefangen, dort dagegen zu feuern. Und so langsam nimmt das eben auch Fahrt auf. Und bei Shell sehen wir das, bei Exxon haben wir es gesehen. Ja. Und es wird auch sicherlich mehr sein. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass Shell bei dem Projekt mit dabei ist, was CO2 aus der Luft saugt und dann in den mit Berg. Mit Equinor zusammen. Mit Equinor, genau. Ich glaube, in Gestein direkt drückt. Ja, aber 2000 Meter abbaut. Unter der Erde. Das ist auch faszinierend, ja, dass das so funktioniert und damit eigentlich theoretisch sogar Carbon das Problem. Capture. Genau, richtig, dass das dann das Problem vielleicht auch gelöst wäre. Wäre auch mal interessant, wenn das Ganze funktioniert. Ja, insgesamt natürlich eigentlich nichts Neues. Shell will besser werden, Shell wird zu langsam besser. Jetzt muss es halt. Jetzt schneller besser. Ja, also, aber jetzt auf Druck und das ist wieder kostenintensiver als geplant. Also auch also etwas, ob die was Dividende weiterhin steigt, wage ich zu bezweifeln. Ja, eher ob die auch so bleibt, mag ich auch noch zu bezweifeln. Ob die sicher ist. Naja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall ein doch interessanter Zug. Was sich auf jeden Fall lohnt, ist uns auf Instagram zu folgen oder auch in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops? Philipp, die letzten Wochen waren ja geprägt von einem Bitcoin, der richtig eingestürzt ist. Natürlich auch Ethereum und noch viele, viele weitere. Ja. Deine Dogecoin ging ebenfalls in den Keller. Meine 240 Stück. Ja, also das war natürlich jetzt schon eine Zeit, die auch für gerade Neuanfänger oder allgemein für Krypto-Neueinsteiger doch ziemlich hart gewesen ist. Richtig. Und jetzt hast du natürlich für die ganze Kryptowelt was mitgebracht. Genau, unser Werbepartner heute hat ein kostenloses Buch. Es heißt Reich mit Kryptowährungen, aber es räumt richtig schön auf mit diesem ganzen Thema Bitcoin. Man erfährt etwas zur Geschichte, man erfährt, was sind die Top 3 überhaupt am Markt, wo liegen die Vor- und Nachteile und wie sind eigentlich die Zukunftsperspektiven. Und ich finde, das Schöne ist wirklich hier an diesem Buch, dass es einfach auch mal hilft, mit allem aufzuräumen, weißt du? Und dann kostet es unsere Community gar nichts, außer Verpackung und Versand in Höhe von 4,95 €. Den Link gibt es in den Shownotes. Und das ganze Buch hat mit Impressum knapp 94 Seiten. Also super, oder? Also schnell gelesen und dann eben vom Einstieg, wo Bitcoin herkommt, wie du schon sagtest, und bis hin zu den großen Dreien, die mitgebracht werden. Also doch ein sehr, sehr rundes Buch, um riesig mal reinzulesen. Und Nebenwirkungen. Alles wird hier erklärt und das gefällt mir doch sehr gut. Der Krypto-Beipackzettel. Richtig, wie gesagt, den Link dazu gibt's in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Ich glaube, mit 4,95 € kann man nicht viel falsch machen. Genau, ich werde es mir auch bestellen, vor allen Dingen, weil ich es eben gerade
sehr, sehr spannend finde. Man kann ja diesen Rücksetzer auch durchaus mal nutzen, um langfristig einzusteigen. Und bevor man vielleicht das Ganze macht, auf basierendem Halbwissen, kann man das Ganze vielleicht auch ein bisschen zusammenführen, seine Gedanken da sammeln und dann ganz überzeugt und dann vielleicht auch besser schlafen, wenn es doch nochmal zurückgehen sollte. Richtig. Zusammengeführt wurde diese Woche die Pfingstüberraschung, Vonovia und die Deutsche Wohnen. Und ich dachte am Morgen, als ich gelesen habe auf dem Ticker die Gerüchte, was, nur Gerüchte? Noch kein offizielles Angebot? Beim dritten Mal muss es doch jetzt klappen. Alle guten Dinge sind drei. Ich steige hier ein mit einer spekulativen Position und dann zwei Stunden später, bam, kam das Übernahmeangebot. Du Trader. Und ich konnte zu 52 Euro verkaufen. Bin zu knapp, ich glaube, 43, 44 Euro eingestiegen. Ich freue mich. Nächste Woche gibt es unseren Depot-Rückblick-Podcast. Was ich dafür gekauft habe, erfahrt ihr natürlich nächste Woche. Und was ich einen ziemlich schauen Schacht Zug fand, war einfach, dass man gesagt hat, hier Stadt Berlin, ihr könnt zum Buchwert hier ordentlich Wohnungen haben. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wenn die jetzt schon so viel hier machen, dann haben die bestimmt Angst wegen dem Kartellrecht. Aber weißt du, wie hoch der Marktanteil ist nach dieser Fusion? Nicht direkt, aber ich glaube, dass es sehr gering ist. 2%. Klar. Worüber reden wir hier eigentlich? Ich dachte immer, weil das ja auch in den Medien hieß, immer die böse Deutsche Wohnen, die böse Vonovia. Ich dachte, mein Gott, die haben bestimmt 30-40%. Ja, das wäre natürlich krank. Ja, das wäre natürlich dann echt heftig, aber ist natürlich deutlich weniger, weshalb hier natürlich kartellrechtlich eigentlich nichts einzuwenden sein sollte. Also ich sehe hier mehr Synergien, mehr Sanierung und natürlich auch mehr Bauten, und Vonovia verkauft auch sehr, sehr viele Services schon. Also du kannst den Hausmeister-Service dazu haben und Solar, Photovoltaik, das kommt jetzt alles immer mehr und mehr. Ich glaube, sie können auch viel mehr energetisch dann auch sanieren, weil sie natürlich größere Einkaufsgemeinschaften jetzt bilden können. Also mir gefällt diese Übernahme sehr gut. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, Vonovia mir mal selber privat ins Depot zu legen. Wie schaut es denn bei dir aus? Ja, also wenn das nicht dein Top gewesen wäre diese Woche, dann wäre das mein Top gewesen, denn ich finde das ein sehr, sehr cleverer Schachzug, wie du schon gesagt hast, denn es gibt mehrere Punkte, die ich hier ganz faszinierend finde, und zwar gerade jetzt in der Thematik, wo der Mietendeckel gescheitert ist und immer noch im Gespräch ist, gerade bei linken Parteien, ist es jetzt eigentlich super, dass man sagt, okay, wir machen euch ein Angebot, liebes Berlin, bevor wir hier noch weiter eskalieren müssen. Wir übernehmen jetzt die Deutsche Wohnen. Ihr kriegt jetzt ein paar Bauten, die könnt ihr abkaufen letzten Endes, und das ist weniger schädlich, weil letzten Endes haben wir ja durch die Synergien, die da anstehen, werden ja auch einige 100 Millionen gespart. Ja. Das ist natürlich auch viel wert, und jetzt kann Vonovia quasi auch, wird ja auch so weitergeführt unter dem Namen Vonovia, eben doch sich nur auf sich konzentrieren, Deutsche Wohnen enteignen. Dieses Claim ist ja im Prinzip dann auch hinfällig. Richtig. Also hat man auch hier noch einen marketingtechnischen Griff gemacht, und man hat sich auch dazu verschrieben, dass man jetzt nicht die Miete unbedingt erhöhen möchte, nur um 1% und für die nächsten paar Jahre. Und das alles finde ich sehr, sehr klug und sehr clever gemacht, weil man dann doch einfach dem Ganzen zuvorkommt. Und dann werden wir mal sehen, wie gut die Stadt Berlin mit dem neuen Bestand umgehen kann und ob das dann irgendwann zerflattert und zerfällt oder ob sie denn wirklich so innovativ sind, wie sie es dann eben immer sagen. Ich bin mir sicher. Ich weiß die Antwort auch schon. Gut, ich muss mal also neue Tops raussuchen, und das waren die Zahlen oder überhaupt das Unternehmen Nvidia. Was, wir sind beide investiert. Quartalzahlen waren das denn? Richtig stark, also hier hat man wirklich alles übertroffen und sogar in den Schatten gestellt. Der Gewinn und der Umsatz sind wirklich richtig stark durch die Decke gegangen. Umsatzwachstum plus 84%, Gewinnwachstum plus 109%, und dafür verantwortlich sind die Grafikkarten und natürlich auch die Rechenzentren, die nach wie vor hohe Nachfrage genießen. Die Prognose für das Jahr wurde nicht nur rauf, sondern deutlich hier raufgesetzt. Und jetzt könnte man vermuten, dass die Nvidia-Aktie heute durch 20% hochgegangen ist. Nein, natürlich nicht. Nicht? Nein, leider nicht. Man muss sagen, dass die letzten Wochen schon sehr gut waren und die Aktie da schon einiges eingepreist hat an guten Erwartungen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Dann lieber sachte und leicht zu hochgegangen als Aktie und dann eben nicht ganz so sprunghaft und dann wieder viel zu verlieren. Also auf jeden Fall tolles Investment. Wie gesagt, hier nochmal der Disclaimer. Wir sind beide investiert. Wir glauben auch beide an die Zukunft. Bald haben wir ja sogar noch ein paar mehr Aktien im Depot, weil es wird einen Aktiensplit geben. 1:5. 1:5. Und jetzt kommt mein Flop. Und wir hatten das Unternehmen lange nicht mehr hier in unserem Aktienpodcast, weil es doch sehr gut lief auch. Über 70% hat der Kurs zugelegt in den letzten 12 Monaten. Ich rede von der Deutschen Bank. Und dann ist natürlich die Frage, Mensch, warum ist das denn jetzt eigentlich ein Flop? Und das liegt daran, die Boni sind gestiegen. Auch alles in Ordnung. Wer viel Geld verdient, soll auch viel bekommen. Aber weißt du, wer überhaupt nichts bekommt dieses Jahr? Das sind die Aktionäre. Die bekommen keine Dividende.
Und das Ungleichgewicht zwischen Boni und Dividenden ist einfach jetzt mehr als vorhanden, weil es auch überdurchschnittlich hohe Gehälter gibt. Wusstest du, dass aktuell 684 Mitarbeiter mehr als 1 Million Euro Jahresgehalt inklusive Boni kassieren bei der Deutschen Bank? Das finde ich enorm viel. Wahnsinn. Also ich gönne das jedem, der wirklich viel macht und viel Rendite auch erwirtschaftet. Aber das ist natürlich enorm und die Boni-Zahlung dieses Jahr oder 2020 lag bei 2,14 Milliarden Euro. Und das Ergebnis der Deutschen Bank ist unter 1 Milliarde Euro. Also hier ist meines Erachtens nach eine Diskrepanz, die überhaupt nicht geht. Gute Arbeit muss belohnt werden, aber die Eigentümer sollten auch etwas vom Kuchen abbekommen, oder? Ja, vor allem, wenn es gute Arbeit wäre. Ja. Das ist es ja. Sagt der Aktienkurs ja schon. Naja, aber von tief hoch zu gehen um 70% ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das. Man muss es ja auf die Jahre betrachten und das ist jetzt eine Entwicklung, die jetzt auch in Zukunft nicht wirklich wahnsinnig berauschend ist. Also die Vision dahinter fehlt mir immer noch. Die feiern sich halt schon ganz schön, die Banker. Ja, ne? Aber wofür halt? Ne? Das ist halt die Frage. Also ich kann es verstehen, hohe Boni, klar, weil sonst wandern sie halt ab zur nächsten Bank, die halt besser läuft und vielleicht auch mehr zahlt. Mag ja, alles sein. Aber es gibt Banken, die sind viel ertragsstärker und die zahlen weniger Boni. Ja, die haben auch weniger Mitarbeiter, die mehr als 1 Million Euro verdienen. Ja, das meine ich ja. Also hier hält man halt mit hohen Boni ist die Leute noch bei sich und die Frage ist halt, ob das wirklich Sinn macht. Weißt du, wie hoch das Nettoergebnis ist? Sag. 113 Millionen Euro für 2020. Ja. Und alleine die 684 Mitarbeiter haben ja schon alleine nur das, wenn die das Jahresgehalt von 1 Million haben, dann weißt du ja auch, was mit Nebenkosten, Lohnnebenkosten es ist unglaublich. Für Kosten entstehen für die Deutsche Bank. Also ich will mich nicht aufregen, weißt du, ich könnte es auch was als Umsatz reingekommen ist? 24 Milliarden. Von 24 Milliarden bleiben nach Steuern, also wir haben ja das EBIT, da haben wir 2,8 Milliarden. Okay, das geht noch. Dann gibt es das Vorsteuerergebnis, das EBT, 1 Milliarde. Und dann werden noch die Personalkosten zum Beispiel abgezogen etc. Und daraus kommen dann 113 Millionen Euro. Ja, das läuft, ne? Also man muss natürlich, das muss man schon bedenklich halten, weil wenn die Aktie jetzt sonst wo schon in die Gänge gegangen wäre, schon Richtung, ich sag mal, ja, alte Zwischenhochs oder was auch immer, ne? Also nicht alte Allzeithochs, das ist klar, das ist sehr weit entfernt, aber schon irgendwo eine gute Entwicklung hätte. 0,47% und dafür gibt es 2 Milliarden Boni. Nächstes Jahr, also für dieses Geschäftsjahr, erwartet man eine Nettomarge von 4,76. Was wird es denn dann für einen Boni geben? Ja, oder was müssten Bonis bei anderen Unternehmen, die wirklich gut laufen, für eine Höhe genießen? Also ist schon wirklich seltsam und ich missgönne es eher der Deutschen Bank selber, weil sie nicht gut läuft. Nämlich tun die Aktionäre leid, die hier wirklich auch mit dabei sind. Also die haben natürlich viel Rendite, aber jeder ist natürlich auch selbst schuld. Also kein deutscher Bankaktionär wird wahrscheinlich großartig Rendite gehabt haben, wenn er nicht gerade im Tief reingegangen ist. Ich war tatsächlich am Überlegen. Ja, aber ist ja keine Story, die irgendwo langfristig passt. Also ich wüsste nicht, wo sie jetzt was disruptieren sollten oder wieder Marktanteile gewinnen sollten. Also ich glaube, die investiert sind, wissen, warum sie investiert sind, die werden auch Gründe haben, aber leid tun sie mir deswegen jetzt nicht. Trotzdem ist es schade drum, dass das Geld so rausgeballert wird, obwohl man hätte viel, viel mehr für die Zukunft machen müssen, also Fintech und Co. Ne? Ja. Preise steigen bei dem Autovermieter, also nicht nur bei einem, sondern bei allen, weil auch hier der Chipmangel so langsam durchkommt und die Autoverleiher sind alle unter Druck. Gerade in den Urlaubsgebieten sieht man, wie die Preise gestiegen sind. Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe mal geschaut, ein bisschen nach Urlaub, ob ich vielleicht noch dieses Jahr einen mache. Und tatsächlich, als ich mal schaute, wie die Mietwagen sich so entwickeln, muss ich sagen, also auf Mallorca nur mal als Beispiel, hätte man schon recht teure Tagespreise, obwohl man eigentlich bloß einen kleinen Wagen oder den kleinsten Wagen bestellen würde. Da ist man bei 70 Euro mit dabei. Üblich sind ja so manchmal 20 bis 25 pro Tag, aber da keine Chance. Also da muss man sagen, merkt man den Chipmangel. Ja, dann musst du Fahrrad fahren. Dann werde ich wohl Fahrrad fahren. Ne? Malle, kein Problem. Aber ich weiß ja nicht mal, ob es überhaupt nach Malle geht. Daher nur so mal ein Fliege Abriss. Aber noch, bevor die Bundesregierung vielleicht eine andere ist. Ah ja, ne, das auf jeden Fall, klar. Da müsste man eigentlich, dementsprechend müsste man jetzt eigentlich bis zur Bundestagswahl durchweg Urlaub machen. Genau. Und sagt mal, worum geht es heute? Kommen wir zum Thema der Woche, lieber Philipp. Wir hatten einen tollen Gast heute und das Thema heißt ja, dass man auch außerhalb von Aktien 7% erreichen kann. Und das ist auch wichtig. Diversifikation ist wichtig und früher hat man ja gesagt, man muss andere Assetklassen ausprobieren und das machen ja auch viele im Moment. Edelmetalle, Kryptos, Anleihen, naja, ob ich das heutzutage noch machen würde. Und wir haben uns ja für den Weg des Crowdinvesting entschieden. Wichtig ist natürlich hier auch nochmal zu erwähnen, die Rocket Holding ist ein Werbepartner von uns, aber wir bekommen heute für dieses Interview keine finanzielle Zuwendung. Das nochmal vorab. Das Interview war doch schon enorm, weil sie haben natürlich mit ihren Rocket-Plattformen, sie haben ja die Green Rocket, die Lion Rocket und auch die Immobilien Rocket
Und so kann man sich verschiedene Projekte aussuchen. Hochinteressant, hochspannend. Wir sind ja selber in Brigantes investiert. Hier gibt es nachhaltigen Kaffee von einem Segelschiff. Ich bin echt gespannt, wann wir hier das erste Mal sitzen mit einem Kaffee von unserer Brigantes. Und wie fandest du denn das Interview? Ja, das Interview, das werden wir jetzt ja gleich nochmal hören. Ja. Fand ich auch sehr, sehr spannend, auch mal die Einblicke zu haben, was so ein Startup überhaupt im Bereich Crowdfunding so vor sich hat. Richtig. Und wie der Ablauf ist, was zu beachten ist. Also ihr dürft gespannt sein auf das jetzige Interview mit dem lieben Wolfgang. Also viel Spaß. Wir haben heute in unserem Podcast den CEO der Rocket Holding, den lieben Wolfgang. Wolfgang, schön, dass es geklappt hat. Und ja, stell dich gern mal unserer Community vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du auf die Idee gekommen, die Rocket Holding zu gründen? Ja, hallo. Freut mich sehr, dass wir heute ein bisschen über uns quatschen können, über Rockets quatschen können. Wolfgang Deutschmann, mein Name. Ich bin Gründer der Rockets Holding. Wir sind Österreichs größter Crowdfunding-Plattformbetreiber mit über 33.000 Investoren und über 100 Millionen Euro an investiertem Kapital. Und ja, machen das halt für unterschiedliche Bereiche, Immobilienbereich, Startups, Energieprojekte, aber auch für KMUs, also das kleine und mittlere Unternehmen, und haben da eben drei Plattformen, mit denen wir agieren. Das ist Green Rocket, Home Rocket und Lion Rocket. Ja, sehr, sehr interessant. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Gründung? Ich bin jetzt 29 und mein Gründungspartner auch. Und wir haben vor rund 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahren bereits unser erstes Unternehmen gegründet oder den Grundstein eigentlich gelegt für die Plattformen, sind dann aber erst ein bisschen später drauf gekommen, dass es eigentlich sinnvoll wäre, das digital zu machen. Wir haben nämlich begonnen mit Bürgerbeteiligungsprojekten für Photovoltaikanlagen. Das heißt, wir haben eigentlich so Solarparks geplant und die dann an Bürger abverkauft, relativ klassisch noch, mit einer Website für ein Projekt, und es ist dann halt immer mehr geworden und uns haben Startups gefragt, könnt ihr nicht auch uns finanzieren mit Bürgerbeteiligung, wäre das nicht auch ein Investment Case oder wären wir nicht auch ein Investment Case für so ein Modell? Und da ist uns dann der Gedanke gekommen, dass wir eine Plattform machen, und haben dann mit Green Rocket die erste Crowdfunding-Plattform Europas eigentlich gegründet im Bereich Nachhaltigkeit, und ja, haben da am Anfang auch gleich mal ein paar Rekorde gebrochen damit. Ja, das ist ja Wahnsinn. Darf man fragen, wenn ihr sagt, vor 10 Jahren, also dann mit 19 schon, woher hast du das ganze Know-how genommen? Mhm. Ja, der Trick ist, wir hatten gar nicht so viel Know-how. man muss am Anfang, glaube ich, generell ein bisschen mutig sein. Man braucht gute Berater und man braucht, glaube ich, eine Idee, die wirklich auch Sinn macht. Und wir haben eine technische Ausbildung gehabt. Also wir sind beide Mechatroniker eigentlich, auch wenn wir dahingehend ja besser keine Konstruktionen mehr preisgeben sollten, was jetzt unsere Ingenieurskills betrifft. Aber wir haben natürlich ein bisschen ein wirtschaftliches Know-how gehabt, aber wir haben dann wirklich geschaut, okay, wer kennt sich jetzt in diesen Teilbereichen aus, und haben dann versucht, die Bausteine zusammenzuführen, um quasi Crowdfunding daraus zu machen. Und wir haben ja vorher Crowdfunding gemacht, bevor wir wussten, dass es so heißt, weil beim ersten Bürgerbeteiligungsprojekt haben dann uns die Gäste oder die Teilnehmer einer Veranstaltung gesagt, hey, wenn ihr das über Website macht, dann ist das keine Bürgerbeteiligung, sondern dann ist das Crowdfunding. Und dann haben wir mal so Crowdfunding gegoogelt und sind dann eigentlich drauf gekommen, dass das richtig ist, und haben so halt begonnen, das für Österreich umzusetzen. Haben dann auch gesehen, okay, es gibt kein Gesetz dafür noch, aber es gibt Möglichkeiten, wo man zumindest in einem Graubereich mit einem vertretbaren Risiko starten kann. Du sagtest schon Crowdfunding. Viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wissen vielleicht noch gar nicht so richtig, was das ist. Kannst du uns kurz in wenigen Worten erklären, was Crowdfunding eigentlich bedeutet? Mhm. Also Crowdfunding per se ist jetzt einmal ein Überbegriff dafür, dass viele Menschen ein bestimmtes Projekt oder Vorhaben finanzieren. Das heißt, einzahlen einfach in ein bestimmtes Projekt, und das in der Regel über eine Internetseite, über eine Plattform, eben eine Crowdfunding-Plattform, so wie sie wir auch mit unseren Plattformen betreiben. Und da gibt es unterschiedlichste Unterarten. Also einerseits das Thema Crowdinvesting natürlich, was jetzt wir im Besonderen bei Rockets auch machen. Sprich, wir bieten ein Crowdfunding-Modell, wo man entweder Zinsen bekommt, also Lending-Based Crowdfunding,
oder eine Beteiligung quasi am Erfolg. Das ist meist Equity-Based Crowdfunding genannt. Und dann gibt es noch zwei andere Arten von Crowdfunding, mit denen haben wir jetzt wenig zu tun, aber das sind beispielsweise die großen Plattformen, die das machen, wie Kickstarter, die da international tätig sind. Das ist das Reward-Based Crowdfunding, wo ich dann im Prinzip einen Prototypen oder ein Goodie oder irgendwas in diese Richtung zurückbekomme, aber halt mein Geld nicht. Ja. Und ja. Ganz interessante Frage wäre vielleicht auch noch, wie ihr überhaupt an neue Startups kommt. Also wir haben heute eine E-Mail bekommen, neue Projekte auch. Wir haben heute eine E-Mail bekommen, dass es was Neues gibt und das haben wir uns natürlich gleich draufgestürzt, wir beide. Ja. Und wie kommt ihr auf diese neuen Projekte rauf? Ja, also mittlerweile ist es so, dass wir schon sehr viele Anfragen bekommen, weil wir schon eine gewisse Bekanntheit haben in dem Bereich und sind natürlich auch online-marketing-technisch jetzt nicht unbedingt untalentiert, sage ich mal. Ja. Aber im Grunde genommen, also wir selektieren natürlich sehr stark aus von dem, was jetzt reinkommt, weil die bei uns anfragen, brauchen es meist zu dringend. Da sind wirklich Ideen dabei von Zaubertrank bis zum fliegenden Teppich und das ist teilweise sehr aufregend, das auszusieben. Das heißt, einerseits kommen die aktiv mittlerweile. Zu Beginn haben wir aber auch nach Unternehmen recherchiert, die einfach zu uns passen. Und auch im Immobilienbereich müssen wir natürlich bewusst schauen, okay, was sind jetzt gute Bauträger, wo entstehen neue Projekte, wen können wir da ansprechen, ist es ein neues Finanzierungsmodell, ist es ein neues Investitionsmodell, daher sind wir da auch zum Teil einfach Marktbereiter, die da mitgestalten. Und dementsprechend haben wir auch ein Vertriebsteam, das da im Prinzip dauernd mit entsprechenden potenziellen Kunden in Kontakt ist. Wir haben Company Scouts, die nach Startups suchen und nach interessanten Investmentmöglichkeiten. Und wir schauen dann, wie wir die auf unsere Plattform bringen. Wie viele Menschen arbeiten denn aktuell bei der Rocket Holding? Wir sind aktuell so rund um die 30, denke ich, also 30 Mitarbeiter. Also da merkt man schon, wir sind jetzt nicht mehr so eine Internetseite, wo dann drei dahinter sitzen und ein bisschen was hin und her schieben, sondern da ist schon ein richtiges Team dahinter. Wir haben ein eigenes Marketing-Team, das sich über die letzten Jahre wirklich viel Know-how aufgebaut hat, wie man gute Crowdfunding-Kampagnen macht. Beginnt aber schon dabei, dass man die Projekte richtig auswählt, nämlich darauf schaut, dass man halt keinen Schrott auf die Plattform bringt. Was wir nämlich von Beginn an nicht wollten, ist, dass wir alles finanzieren und dann wirklich Trash drauf haben, der dann in Kürze pleite geht. Das sieht man auch bei unserer Erfolgsquote. Also wir haben, glaube ich, die geringste Ausfallquote auch im Startup-Bereich, was da unsere Projekte betrifft. Ja. Und wir sind da wirklich sehr, sehr streng. Auch bei Immobilienprojekten, wir finanzieren da jetzt keinen Rechtsanwalt, der denkt, okay, ich bin jetzt aus der Kanzlei ausgestiegen mit einer 500.000, jetzt mache ich Immobilienprojekt und das reicht nicht, das Eigenkapital und jetzt brauche ich noch ein bisschen Crowdfunding dazu. Ja. Das machen wir nicht, weil da kennt sich vielleicht mit den rechtlichen Themen gut aus, aber wie man dann schlussendlich Wohnungen abverkauft und ein Immobilienprojekt erfolgreich abschließt, weiß er nicht. Und deswegen schauen wir da sehr stark auf Track Record und ob das überhaupt einen Nutzen und einen Mehrwert hat. Ja, jetzt interessiert natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben es ja schon mal das letzte Mal in unserem Aktienpodcast auch gesagt, also es gibt ja bei euch auch 7% Rendite auch noch. Wie verdient ihr jetzt konkret Geld? Ja, also die Investoren kriegen natürlich eine auf den ersten Blick überproportional hohe Fixverzinsung. Das werde ich auch oft gefragt, wie das überhaupt möglich ist. Also am Anfang gab es ja da insbesondere im Immobilienbereich eine große Skepsis, wie man 7% beim Immobilienprojekt verdienen kann. Ja. Der Trick ist da natürlich einfach, dass das Kapital, das bei uns eingesammelt wird, nicht das gesamte Projekt finanziert, sondern halt nur einen Teil der Gesamtsumme ausmacht und das dann über eine Bankfinanzierung gehebelt wird. Und dadurch kann der Bauträger oder das Unternehmen einfach den Investoren einen höheren Zinssatz zahlen. Ja. Das ist das, was jetzt professionelle Mezzaninkapitalinvestoren machen, also im großen Stil mit Millionenbeträgen, das können halt jetzt auch Kleinanleger bei uns tun. Und wir als Plattformbetreiber sind natürlich da auch sehr erfolgsorientiert, was jetzt unsere Fees betrifft, weil wir haben natürlich Interesse daran, dass die Projekte gut funktionieren und wir wollen natürlich auch mit dem Volumen wachsen und wenn wir es schaffen, große Volumen einzusammeln, dann hätten wir auch gerne eine größere Provision, also jetzt absolut betrachtet. Das heißt, wir kriegen da eine Provision davon und auch eine Verwaltungsfee, die quasi jährlich für die Betreuung der Investoren anfällt. Das ist so das, wovon wir leben.
Das klingt nach einem runden Konzept. Also die Chancen schätzt du jetzt auch für den Investoren ein, dass, dieses Risiko allgemein auch, dass es irgendwas ausfällt, so ein Kredit ist sehr unwahrscheinlich. Es ist natürlich, also Crowdfunding ist ja sehr demokratisches Thema und da hat man das Investitionszepter quasi selbst in der Hand. Ja. Das heißt, ich kann natürlich in ein Startup investieren, da ist das Risiko natürlich dann maximal hoch, ja, und das ist natürlich auch maximal dämlich, so vorzugehen als Crowdinvestor. Ja, na klar. Das heißt, ich müsste natürlich in mehrere Projekte investieren, mein Kapital streuen, also auch wie man es auch mit Aktien macht, ja, man kauft auch richtig, nicht eine Aktie, die dann irgendwo kübelt, weil man jetzt darauf spekuliert. Das wäre reines Spekulieren, das funktioniert natürlich im Crowdfunding-Bereich auch, ja, also, oder man kann es halt auch machen, aber es ist nicht schlau. Und wir haben schon Investoren, die haben halt schon in 200 Projekte investiert, weil sie sich halt wirklich auch emotionslos sagen, ich investiere auch 500 Euro in jedes Projekt und damit habe ich eine gute Streuung und ein breites Portfolio. Und das ist auch was dann bei Crowdfunding gut funktioniert und dann kommt man auch im Schnitt auf eine Verzinsung von 5-7% bei anno, die man dann selbst mit Verlusten noch rauskriegt. Ja, also das ist ja sehen lassen kann. Ja, eine wirklich sehr, sehr schöne Diversifikation natürlich auch für das eigene Portfolio. Wir sagen es ja auch immer, man sieht es ja immer, Aktienkurse, die gehen ja täglich rauf und runter. Mhm. Immobilienpreise natürlich auch, aber man sieht das ja nicht wie auf so einem Live-Ticker oder auch Startup-Bewertungen ändern sich ja eigentlich auch fast täglich. Aber man hat irgendwie als Investor den großen Vorteil, man sieht es nicht jeden Tag irgendwo auf dem Handy, wie viel ist jetzt gerade meine Beteiligung wert. Was uns doch mal tatsächlich interessieren würde, wäre, was war denn bisher eure erfolgreichste Crowdfunding-Aktion, die ihr gefahren habt, sowohl sozusagen vom eingesammelten Volumen und was dann natürlich auch für die Investoren am Ende rausgekommen ist? Weißt du das konkret ad hoc? Also da gibt es natürlich unterschiedlichste Beispiele, weil also es gibt jetzt nicht, glaube ich, das eine Funding, das wirklich alle geschlagen hat, weil wir natürlich Unternehmen, Immobilien und so weiter finanzieren. Das größte Crowdfunding, das wir gemacht haben, war mit einer Firma aus München oder mit einem Startup aus München auf GreenRocket, also das größte Startup-Crowdfunding eigentlich, mit ChargeX. Da haben wir über 1 Million eingesammelt. Und ist eine coole Firma, das Ladestationen oder das eine vereinfachte oder im Prinzip eine Verteilung von Elektro-Tankstellen ermöglicht. Sprich, ist wieder Dreifachverteiler für die Steckdose, haben die quasi für Elektroautos gemacht. Muss ich jetzt kurz mal zwischenhaken? Waren die nicht bei der Höhle der Löwen? Genau, ja. Ja, die waren krass, bei der Höhle der Löwen. Ja. Ja, genau. Die sind interessant. Sind da auch ganz bekannt. Ja, die waren bei uns und haben dann quasi ein Funding angeschlossen. Und sind auch super unterwegs. Ja, also da ist ja, sind ja auch mittlerweile große Autokonzerne beteiligt und ist ein cooles Vorzeigestartup. Genauso haben wir aber auch ein paar sehr spannende Immobilienprojekte. Bis nach Hamburg, eigentlich in Hamburg haben wir, glaube ich, ein Projekt finanziert. Das ist, denke ich, unser insgesamt größtes mit rund 2 Millionen Euro, das auch schon wieder zurückbezahlt worden ist. Ich glaube, nicht mal pünktlich, sondern überpünktlich, weil wenn das Projekt vorzeitig fertig ist, dann wird es sogar schneller zurückgeführt und die Anleger bekommen früher ihr Geld, als es geplant ist. Und ja, da gibt es ein paar spannende Cases. Auch aktuell ist eine auf GreenRocket ein Unternehmen drauf, das heißt Swimsol, ist aus Wien und macht mit uns jetzt mittlerweile, glaube ich, das dritte oder vierte Crowdfunding. Die haben Solaranlagen für Hotelbetriebe und Inseln in den Malediven, stellen im Prinzip schwimmende Solaranlagen ins Meer. Das haben wir heute gesehen, damit, ja, die Hotels, ja. Ja, also das ist ein sehr spannendes Projekt. Ja, absolut. Und absolut nachhaltig. Das passt natürlich. Ja, absolut. Das ist, habe ich heute auch gesehen, das Video. Ich fand das total spannend und dachte mir so, na, wenn das jemand so weit so los ist. Vielleicht werden wir da als nächstes bei euch dann investieren, Genau, das werden wir uns sicherlich auch anschauen. Gibt es so Lieblingsprojekte, die du so an sich hast, oder du sagst so, das findest du jetzt noch besser für dich, wo du sagst, das ist gerade auch im nachhaltigen Bereich, vielleicht gerade Solar oder irgendetwas, wo du sagst, da schlägt dein Herz nochmal höher, ohne jetzt die anderen zu degradieren? Ja, also wir versuchen natürlich generell nur Projekte auszuwählen, in die wir auch selbst investieren würden. Das sieht man auch daran, dass ich glaube, aus unserem Team haben schon sehr viele Leute selbst in die Projekte investiert, also ohne dass wir es jetzt dazu angestiftet haben. Ja. Also,
Und was natürlich ja für mich immer zählt, ist auch jetzt was, wo halt wirklich ein vernünftiger Mehrwert daraus hervorgeht, also gerade bei den Startups und Unternehmen, wenn ich das sehe, okay, das ist eine nachhaltige Lösung, die wirklich was besser machen, die irgendeinen Energieeffizienzansatz haben oder eben das Swimsol finde ich auch eine irrsinnig coole Geschichte, in die ich auch selbst schon investiert habe. Und das ist etwas, wo ich sage, da, wenn das klar hervorgeht, dann bin ich auch schneller überzeugt, was das betrifft. Ja, na klar, ist natürlich schlüssig. Der Philipp hatte, bevor wir das erste Mal investiert hatten, mir gesagt gehabt, interessant wäre es doch auch, wenn man vielleicht auch irgendwie noch ans Eigenkapital des Unternehmens vielleicht sich beteiligen könnte. Steht es auch noch im Raum, dass das vielleicht mal irgendwann möglich ist? Also grundsätzlich, dass es gibt Ansätze, das Eigenkapital ähnlich nachzubauen mit dem Nachrangdarlehen, ist man natürlich trotzdem ein bisschen anders gestellt jetzt rechtlich, aber ist quasi auf Eigentümer Ebene, gibt natürlich da entsprechende Begrenzungen. Manche Startups haben aber sehr wohl eine Beteiligung wirklich auch am Exit-Erlös, sprich, wenn jetzt das Unternehmen dann verkauft wird und einen großen Exit macht, bin ich auch als Crowd-Investor mit einem bestimmten Prozentsatz beteiligt. Wir haben auch schon ein paar Aktienemissionen gemacht, da ist man natürlich Aktionär. Also das gibt es auch bei euch? Das gibt es auch, das funktioniert halt in einem begrenzten Rahmen und man kann als Anleger dann nicht mehr so leicht investieren wie in ein anderes Crowdfunding-Projekt, weil ein Darlehen, ihr kennt euch da eh aus, ein Darlehen kann man so unterschreiben, zivilrechtlich ist das im Prinzip ein relativ simpler Zeichnungsprozess, den man da online macht und bei einer Aktie muss ich dann mich doch dann, oder bin ich im Wertpapierbereich drinnen, brauche wiederum ein Depot und bei uns braucht man kein Depot und das ist im Prinzip dann wieder ein Hindernis, weshalb wir gesehen haben, dass das gar nicht so der Fokus für uns sein wird, dass wir jetzt auf Aktien gehen, aber es ist durchaus möglich, dass es in Zukunft mehr Wertpapiere gibt, vor allem weil es jetzt auch eine Verordnung von der Europäischen Union gibt, die das Ganze internationalisieren wird, das heißt, es wird auch eine englischsprachige Plattform dann nächstes Jahr wahrscheinlich von uns geben. Das durften wir bisher kaum und da wird man sicherlich neue Produkte auch sehen, die in den Bereich Eigenkapital gehen werden. Ja, wie lange dauert denn jetzt eigentlich so ein Onboarding-Prozess? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Da ihr findet jetzt ein Unternehmen oder ein Unternehmen kommt auf euch zu. Wie lange dauert es oder wie, führ uns doch gern mal durch, bis wann sind wir jetzt auf eurer Plattform? Also wenn wir jetzt als Modern Value Investing würden jetzt gerne über die, nachhaltig sind wir, über die Green Rocket Plattform würden wir jetzt gerne Crowdfunding betreiben und 1 Million Euro an Kapital einsammeln. Wie würde das jetzt ablaufen? Ja, also gut, dass du es dazu sagst, es ist natürlich von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Ja. Also bei Immobilien, das sage ich jetzt einfach auch dazu, dass es relativ easy. Wir sagen da quasi zu, dass wir innerhalb von 2 Wochen eine Finanzierungszu- oder Absage geben, wenn wir die richtigen Unterlagen bekommen. Das heißt, wir haben da Checklist im Prinzip an Dingen, die wir dann vom Unternehmen und von der Konzernstruktur brauchen. Ja. Können wir zu- oder absagen. Und dann hat man noch so eine Vorbereitungszeit für eine Immobilienemission von 3 bis 4 Wochen. Aktuell ist es jetzt so, dass wir relativ viele Projekte schon in der Pipeline haben. Das heißt, wenn man heute bei uns anfragt, muss man natürlich auch ein bisschen auf den Startplatz warten. Also im Immobilienbereich wartet man da schon bis September mittlerweile. Okay, wow. Das heißt, da sind schon einige davor da, die sich den Platz reserviert haben. Im Startup-Bereich dauert es grundsätzlich ein bisschen länger, die gesamte Vorbereitung und ein Unternehmen so zu kommunizieren, dass Leute in es investieren wollen, ist natürlich auch eine ganz andere Herausforderung, wie wenn ich eine Immobilie habe, wo im Prinzip klar ist, wie sich die rechnet, nämlich, dass sie vermietet wird oder eben verkauft wird und that's it. Mehr macht die nicht. Und beim Unternehmen ist es doch so, ich muss das so aufbereiten, dass die Investoren nicht nur das Produkt verstehen oder die Crowd nicht nur das Produkt versteht, sondern auch das Geschäftsmodell des Unternehmens. Ja, also wie ihr mich jetzt gefragt habt, wie wir Geld verdienen, müssen wir natürlich auch das Unternehmen das fragen und das auch verständlich darstellen. Dementsprechend entscheiden wir in der Regel auch zwischen 3 bis 4 Wochen über Startup-Investments, also es ist nicht viel länger. Die Vorbereitungszeit ist dann allerdings schon so bei 2, 2,5 Monaten. Wenn man auch ein Video produzieren muss, das Video funktioniert da einfach am besten, die ganzen Grafiken entsprechend aufbereiten muss. Da möchte ich aber auch dazu sagen, es scheitert meistens nicht
an uns, sondern eher, es deckt meistens so Themen auf, wo das Startup sagt, das haben wir ja noch gar nicht, ja, und darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Und es ist oftmals so, dass wir dann, wir müssen natürlich quasi wie ein Business Angel da agieren und gewisse Fragen stellen und nachbohren, wie, was, wann, wo eintritt, weil wir als Plattformbetreiber schlussendlich entscheiden, ob die Anleger dann da investieren oder investieren können zumindest. Ja. Und dementsprechend wollen wir dann natürlich auch genau nachfragen und da kommen halt sehr oft auch Themen auf, die noch nicht klar sind und dadurch ja, dauert das dann einfach ein bisschen länger. Aber ja, 2 bis 3 Monate, wenn ein top vorbereitetes Startup kommt, ist eine realistische Zeit. Ja, es sind bestimmt auch viele Kennzahlen, die man dann durchforstet und alles, was man sich dann alles geben lassen muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann doch ein umfangreicher Prozess ist. Sag uns, hast du auch selber Aktien? Ja. Ja. Ist also auch da selber, breit. Ja, ja. Also ich habe natürlich auch einen, also einen ETF-Ansparplan. Ja. Und sehr gut. Kauf hier und da immer entsprechend Aktien nach, ja. Was mich so überzeugt und begeistert, also unterschiedlichste Themen, bin sehr tech-lastig und ja. Also wie Marcel, ja. Wie Marcel. Die Zukunft. Bist du denn, investierst du denn auch viel selber über eure eigenen Plattformen? Also hast du auch hier, wie man so schön sagt, noch mehr Skin in the Game als CEO? Also grundsätzlich ist es einmal so, also ich investiere schon auf unsere Plattform. Ich habe aber auch, also es ist sicherlich nicht mein Fokus, ja. Das heißt, ich mische es auch so bei, wie es eigentlich auch ein Investor machen sollte. Ich kriege auch keine Vorteile, also auch das ist ja per Gesetz sowieso verboten, wenn ich zu viel in ein Projekt investieren müsste oder auch irgendeine meiner Gesellschaften. Ich habe ja aber Beteiligungen, dann müssten wir das kennzeichnen, dass ich da irgendwie involviert bin. Daher mache ich das im Prinzip so wie ein normaler Crowd-Investor, dass ich jetzt einfach regelmäßig schaue, dass ich in die Projekte investiere, ja, die mir halt besonders abholen. Und ja, Crowd-Investing gehört bei mir einfach dazu, genauso wie halt die Wertpapiere, die ich habe, wie die ETFs und die Aktien. Ja, sehr schön. Wir fangen ja jetzt auch damit an, also über eure Plattform auch nochmal ein weiteres Standbein in unserer Altersvorsorge auch mit aufzubauen. Das ist auch das, was wir jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nur empfehlen können. Diversifikation ist alles. Und das macht schon viel Spaß. Total interessante Projekte. Wir haben als erstes jetzt in Brigantes investiert, in dieses Segelschiff, was Kaffee schippert. Ja, wir freuen uns schon auf den Kaffee. Das gibt es ja auch bei euch manchmal auch eine Naturaldividende. Also es ist schon echt cool, was ihr da auch für eure Anleger damit rausholt. Ja, das stimmt. Es ist zum Mitleben. Also ich finde das immer so faszinierend, wenn man da quasi in ein Unternehmen investiert, das jetzt auf was hinarbeitet und dann so nach 1,5 Jahren hat man es gar nicht mehr so am Schirm und dann kommt auf einmal irgendein Paket daher, wo man jetzt, wie du sagst, einen Kaffee kriegt oder irgendein ein Prototypen oder so, also oder irgendeine Weiterentwicklung oder man bei der Produktumfragen mit dabei ist und es mitgestalten kann. Also man kann da schon sehr mitleben bei diesen jungen Unternehmen und das macht auch wirklich Spaß. Ja, jetzt seid ihr natürlich auch selber sehr wachsend und ich könnte mir vorstellen, dass ihr vielleicht auch noch Mitarbeiter sucht. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wir suchen fast laufend Leute und haben natürlich auch ein super Potenzial, weil wir als Anbieter von Eigenkapitalersatz sicherlich in den nächsten 10 Jahren noch sehr stark gefragt werden. Die Basisregulierungen, die auf die Banken drücken, fordern einfach mehr Eigenkapital ersetzende Instrumente. Die Wirtschaft braucht alternatives Kapital und die Menschen wollen auch wieder in konkretere Projekte investieren und weg von abstrakten Finanzprodukten, wo am Ende nichts rausschaut. Und da können wir sicherlich auch einen guten Beitrag dazu leisten und deswegen wächst unser Team auch da ziemlich stark. Genau, also ganz konkret quasi die Jobsuche, falls jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus Österreich da vielleicht Interesse hat, der kann sich natürlich dann wahrscheinlich gern bewerben auf einige Punkte. Ja, die Demokratisierung dieser Projekte ist natürlich absolut wichtig und insofern auch schlüssig und deswegen können wir uns nur bedanken, dass du heute mit dabei warst und vielleicht klappt das auch mal wieder, ja, vielleicht an einem anderen Zeitpunkt, an einer Stelle. Mit einem brigantes Kaffee dann. Genau. Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt. Und dann möchten wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Wolfgang. Und Für alle, die es jetzt natürlich auch interessiert, wir packen eure Holdings auch noch in die Shownotes. Schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, wir können es nur empfehlen. Wir haben eine Menge Spaß, auch allein schon diese Projekte rauszusuchen. Die Community wird ja jetzt auch regelmäßig geupdatet von uns.
dass wir haben ja jetzt auch eine langfristige Partnerschaft mit euch erstmal abgeschlossen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich irgendwann nochmal hier in unserem Podcast begrüßen dürften. Ja, sehr, sehr gerne. Bedanke mich auch. Und können wir sicherlich mal auf ein brillantes Kaffee dann. Genau, so machen wir es. So machen wir es. Alles klar, dann vielen lieben Dank und bis bald. Danke. Ciao. Super, danke auch. Wie lautet eure heutige Investmentidee? Marcel, ich bin eigentlich verwundert, dass diese Investmentidee der Woche, welche meine ist, nicht von dir kommt, sondern von mir. Aber seitdem es an den Börsen ja aktuell mit Value-Werten sowas von hoch geht und ich bin ja kein Freund davon, immer alles zu kaufen, wo der Markt hinterher rennt, okay, außer den Dogecoins, aber auch die habe ich zum schlechten Zeitpunkt erwischt, ist meine Investmentidee aus dem Tech-Bereich. Und ich habe mich heute zu dem ganzen Thema Cloud belesen. Und wusstest du, dieses Marktvolumen soll in den nächsten Jahren um 18% im Schnitt wachsen. Das ist schon enorm. Genau, das ganze und, Markt so steigt. Ja, heftig. Es gibt verschiedene Bereiche und es gibt drei große Cloud-Bereiche. Einmal IaaS, dann PaaS und SaaS. Mhm. Und zu allen drei habe ich eine Investmentidee. Also fangen wir mal an mit der Infrastructure as a Services. Das ist die IaaS, klingt wie die ISS. Ja. Und das sind Infrastrukturanbieter, also die klassischen Cloud-Anbieter. Und wer fällt dir dazu so ein? Ja, Microsoft, Amazon, Alphabet, also ja. All die Großen. Ja, auch natürlich Alibaba. Wen hast du selber im Depot? Tatsächlich Microsoft, Amazon, Alphabet und Alibaba. Hm, siehst du, also dem habe ich nichts mehr zu ergänzen. Dann gibt es Plattformunternehmen, Plattform as a Services. Wer fällt dir dazu ein? Ja, natürlich ServiceNow, aber auch. In wen bist du investiert? ServiceNow natürlich, aber auch Snowflake zum Beispiel ist da bist dabei. Du investiert? Nein, natürlich nicht. Ah, natürlich nicht? Nein, noch nicht. Ah, siehst du. Und dann gibt es Software-as-a-Services-Anbieter, also das sind Services, die über das Internet zentral bereitgestellt werden. Da sind wir beide zum Beispiel in CrowdStrike investiert, aber auch ein ganz bekanntes Unternehmen ist Salesforce und ich glaube einfach, man hat aktuell die Chance bei vielen Unternehmen, ja auch, du hast es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja viel über Salesforce im Vorgespräch gesprochen, im Abwärtstrend reinzukommen und wer hier einen langen Atem hat, warum denn nicht, oder? Ja, klar, richtig. Also grundsätzlich ist das natürlich die ganze Infrastruktur und auch die Plattform und natürlich auch die Services. Ja. Die sind natürlich sehr stark gehypt worden in den letzten Jahren. Ja, aber jetzt muss man sagen, kommen hier auch die Ergebnisse. Ja. Also das unterscheidet das Ganze auch zu einem Wasserstoff-Hype, weil ja. Wenn ich jetzt mal so die Querverbindung setzen darf, weil man einfach hier sieht, dass die Ergebnisse einfach da sind, dass hier geliefert wird, starke Wachstumsraten auch tatsächlich eintreffen und die Welt weiter digitalisiert wird. Und hier hat man eben doch einige Gewinner. Deswegen bin ich auch so breit da rein und investiert, weil also klar bei den Big Techs. Ich nutze das im Moment. Ich will jetzt einsteigen und ich bin tatsächlich auch im Überlegen, jetzt bei Salesforce oder auch zum Beispiel bei verschiedenen anderen Anbietern einzusteigen, wie zum Beispiel ServiceNow. Ja, bei den Big Techs ist es natürlich normal. Ja. Da hat man natürlich viele andere Bereiche auch noch. Aber eben ServiceNow für mich auch ein absoluter No-Brainer. Man kauft und lässt liegen. Salesforce, hast du schon angesprochen, ist auch natürlich eine Aktie, die da super laufen kann. Auch noch Snowflake hat ja die Woche Quartalszahlen gebracht, die nicht ganz schlecht waren, auch wenn der Verlust ein bisschen höher ausgefallen ist, als es zuvor gedacht wurde. Aber auch das eher halb so wild im Zuge des Wachstums, was man eben hier weiter generieren möchte. Also Cloud ist natürlich ein Riesengeschäft, keine Frage. Also da sollte man sich durchaus mit positionieren. Und jetzt sind dann natürlich auch die Chancen, dort einzusteigen, weil viele sind ordentlich runtergekommen. Ja, also ServiceNow ist runtergekommen, auch eine Salesforce ist ordentlich runtergekommen. Ja, genau. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das singt man doch meistens so. Nintendo ist meine Investment-Idee diese Woche. Denn hier bin ich investiert. Ach, du bist ja investiert, ne? Das stimmt. Ich nicht, tatsächlich. Aber sie planen für September eine neue Switch. Und wir wissen ja alle, Switch ist ja wirklich ein wahnsinniger Klassiker mittlerweile. Ja. Die Leute haben das gekauft, jetzt gerade auch in den Pandemiezeiten und es ist ein Verkaufsschlager schlechthin. Weltweit wurden eben da schon recht viele Konsolen verkauft. Ja. Und jetzt sollte natürlich die Nachfolgerkonsole mit mehr Ausstattung, vielleicht einer besseren Grafik, wie auch immer, nochmal weitere Rekorde schlagen. Und ich glaube, das wird man dann auch der Aktie durchaus nochmal anmerken. Die Aktie ist ja schon gut gelaufen, aber ich glaube, sie ist schon mittlerweile, oder Nintendo selber ist schon groß genug, um einfach weiterhin stabil zu wachsen. Die Analyse zu Nintendo gibt es natürlich auch bei uns in den Shownotes. Und zu guter Letzt, was steht nächste Woche an? Neue Woche, neue Quartalszahlen, die uns dann nächste Woche erwarten werden, also die KW22 und da passiert Montag erstmal gar nichts. Ja, kein einziger. Ausschlafen. Also Immofinanz in Deutschland wird durchaus mal noch
was geben, aber sonst passiert nichts. Dienstag dann mein Highlight, oder finde ich ein Highlight für die Woche zumindest, Zoom ist mit dabei, auch Hewlett Packard Enterprises. Digital's Turbine ist mit dabei, auch das immer mal wieder in unserer Community on vogue. StoneCo, ja, der Zahlungs- oder frühere Wettbewerber von Wirecard, wenn man das so nennen darf. Dann eine Aktie, die du mir mal näher gebracht hattest, die war bei Cramer mal zu Gast, glaube ich, der CEO von Medallia. Ja, weißt du das noch? Nee. War schon eine Weile her. Hast du gesagt, Mensch, die würde ich mir auch mal angucken, aber danach habe ich nie wieder was gehört und da wusste ich, alles klar, Philipp, die hast du quasi einmal gestrichen im Kopf. Ja, was gab es noch? Oder gibt es noch am Mittwoch dann Splunk? Elastic, auch ein tolles Unternehmen. Splunk ist auch cool. Ja, das stimmt. Big Data. Auch ziemliches Tech-Cloud-Unternehmen. Hat man noch den Palantir-Konkurrenten, C3A ist mit dabei, auch das wird spannend. Und Cloudera, da war ich mal investiert. Mal sehen, ob jetzt die besseren Zahlen kommen. Am Donnerstag dann Ciena mit dabei, GM Smucker, Toro ist mit dabei. Am Abend dann Broadcom, CrowdStrike, das wird natürlich auch nochmal stark. Das wird unser Highlight nächste Woche und ich glaube, sie werden hier wieder alles pulverisieren und wir werden sehen, dass es dann wieder eine Rallye gibt und ich glaube, ich war ja mal über 300%, das ist aktuell nicht der Fall, aber ich glaube, nächste Woche sehe ich die 300% wieder in meinem Depot. Also wenn sie solche Zahlen bringen, wie Zscaler, die ja jetzt die Woche wirklich hervorragende Zahlen gebracht haben und dann auch anschließend 11% gestiegen sind und dann eben, wenn das eben da schon so hohe Nachfrage genießt und auch Okta war gar nicht so schlecht, obwohl sie stark verkauft wurden heute, aber trotzdem die Ergebnisse selber waren gut und das heißt, CrowdStrike könnte durchaus auch, sind ja auch dann mitgestiegen aufgrund der Zscaler-Zahlen, auch schön durch die Decke gehen. Schauen wir mal. DocuSign wird noch berichten, Slack ist mit dabei, MongoDB, also die ganzen Cloud-Plattformen, Asana ist mit dabei, Sumo Logic, also die wir auch durchaus mal im IPO-Check letztes Jahr besprochen hatten. Also das wird spannend am Freitag, ist nichts als Sonnenschein, da können wir einfach ausruhen. So machen wir es. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder Dividenden. Am Montag gibt es von Heartland in Great Ajax. Dienstag, Marcel, da kriegen wir Dividende von Visa. Weiter geht es mit Intel, Walmart, Wells Fargo, Keller A. Also hier ist wirklich einiges dabei. Zeiss wird bezahlen, United Internet, Encarvis, hier kriege ich auch meine Dividende. Dann geht es weiter am Mittwoch mit Packard, Conagra Brands. Also hier ist wirklich einiges los. Donnerstag, TJX ist auch mit dabei. Invesco wird bezahlen. Am Freitag Honeywell, Pfizer, Parker Hannifin. Also nächste Woche gibt es doch einige Aktien. Pro7Sat1, Fraport wird bezahlen. Und auch die Rosenbauer. Finde ich ziemlich cool. Ziemlich cooles Unternehmen. Kennst du die? Rosenbauer aus Österreich? Ja, ja. Die doch, machen Feuerwehrfahrzeuge. Ach so. Verpackung. Nee, das waren die anderen. Das waren die anderen. Also das wird auch ziemlich cool. Und jetzt würde ich sagen, wir sind schon wieder über eine Stunde. Wir machen den Deckel drauf. Nächste Woche gibt es unseren Depot-Rückblick-Podcast. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.